hat Herr Mutter wohl? Na ja, da liegt er natürlich wieder und schlaft. Mensch, ja was, dass ich schlafe so los nicht. Die mir und Sacker an kranken Menschen losgemacht. Bullinger, steh auf, der Herr kommt. Na, na wirklich. Na, der Herr! Hier, ah! Du möchtest mir nicht den Stecken aufhören, wenn du siehst, dass... Du schaust aus! Schankl! Die Gicht ist kein Schankl. Aber saufen die! Der Herr kommt! Oh je! Der Herr erholt sich besser. Den reißt sie noch nicht. Wo kommt denn schon der Herr? Ich bin neugierig, wo er sich diesmal ausgesucht hat. Mir war ja schon ganz bang. Wo ist man jetzt schon? Ja gut. Ja, anderthalb Jahr her sein, dass er da... Ja, freilich, da muss mit der Gräfin was nicht. Also mach schon weiter, mach. Was sitzt denn? Was wart's denn? Glaubst du denn, dass er heute noch kommt? Gleich müssen sie doch. Ja, auch ich. Geh, bring mir die Schuhe. Postmeister hat von der Klammer aufgeschickt. Den hat er telegrafiert. Gerade ist er vorgekommen. Also du mit dem, du weißt ja, wie er ist. Da soll ich alles klären. Und sag einmal, sprichst du nicht von lauter Freude, dass der Herr kommt? Bring mir du. Du freust dich denn du gar nicht? Ha? Ja, was hast du ganz vergessen? Wo waren wir denn alle hin? Ich könnte heute noch das Bier fassen aus der Klamm kutschieren und du kannst in der Kuchel stehen. Wo stehe ich denn jetzt? Vielleicht nicht in der Kuchel. Ja, aber in meiner Kuchel steht. In meiner Kuchel, und das ist ein Unterschied. Und du hast deinen Mann. Und der Mann hat dich geschickt. Ich gehe vorbei. Ja. Und dann gehst du wieder ins Wildern und ins Saufen und dann kommst du wieder. Und ich soll dann noch stolz sein, dass ich einen Mann habe. Wo denn? Ich merk nichts. Immer wirst du das vor. Es ist nicht schön. Mein Gott, der Mensch wird halt ruhiger. Ja, ich wird's auch aber nicht. Und beim Wildern auch nicht. Da stößt noch dein Mann, was? Was soll ich denn suchen, nicht? Da kommen die Freunde und dann heißt es, na, Bullinger, was ist? Gehst nicht mit? Ja, aber das ist schwer. Soll ich vielleicht sagen, nein, geht's nur allein, dass du gleich wieder hast. Schau, der Bullinger, der mag nicht mehr, den hat's auch schon arg beim Kragen, der wird alt. Ja, willst du, dass man das von mir sagt? Hab ich noch Zeit. Und wie viel bin ich denn älter als der gnädige Herr? Ja, wird's auch schon einmal wissen, da ist man gar nicht bei. Nein, der nicht. Weißt du mir? In der Stadt, da haben sie die besseren Doktoren. Das ist es. Ja, wenn ich einen ordentlichen Doktor hätte. Manchmal lässt sie wieder ein wenig nach. Und wenn es wieder einmal ein wenig nachlässt, dann soll es dann schon sehen, wie alles wieder geht. Ich bin neugierig. Also jetzt mach schon endlich weiter. Die Schuhe! Du hol doch selber, wenn du siehst, dass ich alle hinten voll hab. Und dann, ja, dann. Ach, guter.
Wollinger, Alkanat. Alles geht genial. Also, Gnädigste, und wenn du was brauchst, rufst du, gell? Ich bin da. Und lass dir Zeit, du musst ja tot müde sein. Aber mich verbunden. Ich mach ein ganz ordentliches Spiel weg. Ich wäre jetzt immer nur so weitergegangen. Zu mit dir durch den Wald. Auf Wiedersehen, Madame. Ja, und du die nicht hätten. Nein, Dankeschön. So schlecht war der Weg noch nie. Liebe gnädige Herr, das kann doch wohl nicht sein. Na, der ist nichts wie Wurzeln und Steiner, grausig. Du mein Gott, im Wald. Na, hoffentlich kommt bald der Kaffee. Komm her, Bollinger, lass dich anschauen. Ja. Was höre ich von dir? Die Gicht, sagt die mir da. Ja. Gicht? Ja, was fällt denn dir ein? Hierher, was kann man denn machen, ne? Es fängt halt schön langsam an. Was? Was fängt an? Alt wird man halt. Leer? Okay, Bollinger. Ja, was willst du denn? Bist du kaum 4, 5 Jahre älter als ich? Drei, gnädiger Herr. Da bist du noch ein Kind. Merkt ihr, Bollinger. Ein Mann ist bis 50 in der Entwicklung. Mit 50 erreicht er den Höhepunkt und dort kann er sich jahrelang aufhalten. Darfst du nicht so viel saufen, Bollinger? Na, freilich, ich bin nicht, ja. Aber eben gerade, wenn man noch, wie der gnädige Herr gesagt hat, und was auch bestimmt ganz wichtig ist, wenn man eben noch in der Entwicklung begriffen ist, dann gehört doch gewissermaßen das Saufen dazu. Ja, weil man das sonst, ja, wenn man nämlich mit dem Saufen nachlassen will, dass ein Zeichen geht, dass man selber glaubt, weil es mit der Entwicklung vielleicht schon eher aus ist. Nicht? Wenn man das einmal glaubt, das ist dann böse für den Höhepunkt. Ja, deswegen bin ich her. Warum tut man es denn? Nur als damit man einen Beweis hat, dass man noch jung ist. Ja, nachgehen darf man natürlich nicht. Nein. Wer rastet, rostet. Schau mich an, ich roste nicht. Ach, nirgends. Nein. Darfst du nicht nachgehen, Bollinger? Nein, gnädiger Herr. Nein. Bestimmt nicht. Ganz bestimmt nicht. Du hast Bollinger. Sag einmal, was hast denn du da für Schuhe? Ich habe mir doch extra gesagt, sie sollen mir die Schuhe bringen. Und lauter Fall hat sie den Kopf verloren. Ich hol's gleich. Nein, warte mal. Solche Schuhe müssen sehr, sehr bequem sein, ne? Ja. Nein. Mich hat's halt jetzt in die Zehen besonders. Aha. Und da tut nichts einen Fuß so wohl, als wenn er sich recht weich ausbreiten kann. Naja, enge Schuhe sind sicher ungesund, nicht? Ja, früher hat man das nicht gemacht. Aber mit der Zeit wird man halt in allen Heiden. Ja. Übrigens, ich hätte draußen noch ein zweites vor, wenn der gnädige Herr will. Ja, gib's her! Ja, gib's her! Ja, nein, nicht jetzt. Morgen früh. Soll ich den Kaffee schon bringen, Herr? Ja, bring ihn her. Nein, warte, Moment. Au. Und ich rein nicht. Ja, der Kaffee wäre da. Oh, nein, noch nicht. Ja, dauert's nur lang. Eine Sekunde. Oh, je. Komm mit den Haaren. Mit den Haaren? Soll ich helfen? Oh, nein, bitte nicht rein nicht. Ja, ich helfe aber so gern. Du wirst staunen, wie geschickt ich bin. Darf ich? Ja, nur ein bisschen. Bitte. Ich mach die Augen zu, ja? Dann bin ich keine Gewalt. Du schwör, ich springe noch fest. Nein, spring nicht. Spring, ich folge schon. Ich will trachten, mein wildes Blut zu zähmen. Ja? Da hat er einen großen Stehspiegel im Haus. Ein Stehspiegel? Siehst du das jedes Mal, vergessen wir den Stehspiegel. Geh doch schon, in 5 Minuten bin ich bei dir. So, jetzt sind es nur noch 5 Minuten. Bollinger! Na ja, Bollinger.
Oliver, du kannst auch endlich lernen, aus dem Zimmer zu gehen, wenn meine Leidenschaft ausbricht. Laut die Miro soll den Kaffee bringen, 5 Minuten, wer kann das berechnen? Nun, Kaffee, jetzt nicht. Ja, ich komme ja schon. Ach, schön ist es hier. Ha. Na, wir sind alle normal. Soll ich einschenken, Jäger? Ja, schenk ein, bring mal her, da schaut man so schön auf die Beine hinaus. Ach, Kinder, Kinder, ihr wisst gar nicht, wie gut ihr da habt. Und der Frühling schaut herein. Das ist es ja. Der Frühling, der macht dann immer wieder ganz narrisch. Nicht nur hierher, das sag ich auch. Wenn einmal die schöne Zeit kommt, da kann der Mensch nicht anders. Da reißt sie. Die reißt ins Wirtshaus. Oh, und den einen holt so und den anderen so. Doch der Kaffee nicht kalt wird, mein Herr. Sag mir, Herr, braucht's ja nicht, da bin ich nicht schön, hast du schon. Ach, so müsste man aber ein paar Tage. Du bleibst doch, gnädiger Herr. Du bleibst wirklich einmal. Jetzt kommt gerade die schönste Zeit. Naja, nächstens komme ich wirklich einmal auf länger. Und wisst ihr was? Da komme ich dann allein. Das wäre schön. Da sitzen und gar nichts denken. Nur allein sein. Ach ja. Der Fischhund. Ja, was ist denn? Oh, oh. Oh. Frühling da und Frühling da. Wer sollte da nicht sehen? Ach, das armselige Pinkchen. Hat es lange gedauert? Ja, mir war es eine Ewigkeit. Was war das geschnitten? Ja, mir war es lang gedauert. Begreifst du das nicht? Hast du den mir nicht auf? Ach, du, du. Oh, erst den Kaffee. Naja, ich habe es ja immer gedacht. Was? Du bist durch und durch eine kalte Natur. Ich, Gustav? Ja, schon vorhin im Automobil. Ach, im Automobil, cool. Die wahre Leidenschaft fragt nicht nach dem Fahrzeug. Du musst doch aufdenken, Gustav, es ist das erste Mal. Wirklich? Oh nein, Gustav, wenn du denken könntest, dass ich... Nein, gewiss nicht. Aber du bist doch wahrhaftig der einzige Mann auf der ganzen Welt. Nein, aber natürlich. Ja, aber das kann ich dir schwören. Ja, aber das weiß ich ja, Kind. Ja, glaubst du, wenn ich nicht das Gefühl hätte, dass... Oh, nicht das Gefühl habe. Ja, na und, pass auf. Nichts ist mir verächtlicher, als wenn es nicht der Ruf des Herzens ist, der zwei Menschen zusammenfügt. Der Ruf des Herzens muss die Leidenschaft veredeln. Verstehst du das? Ich verstehe. So. Na, dann ist gut. Und wenn du dieses Gefühl hast, Gustav? Naja, natürlich. Schau, ich bin nur nicht der Mensch, der große Worte macht. Oh, ich habe dich immer verstanden, auch ohne ein Wort. Na, so muss es sein. Was ist los? Ach, keine Ahnung, keine Ahnung. Da kommt niemand her, der dich kennt. Herein. Kugelhupf haben wir vergessen. Also dann gib ihn her. Na, ist es nicht nett, hier sagt. Oder reut dich ein Mensch? Ich hoffe, dass es mich nicht reut. Wenn ich denke, dass ich jetzt in Wien sitzen sollte und Klavier bauten mit diesen entsetzlichen Weibern. Ist sie dir wirklich so entsetzlich? Schrecklich. Und dann verstehst du dich aber sehr gut, Gustav, denn du bist zu allen so furchtbar nett. Mich? Ja, aber jede glaubt, du bist in Sieg verliebt. Ah ja, das ist gut für ihren Anschlag, weißt du? Ach, Gustav, du Spott. Ja, keineswegs. Eines ist mir schrecklich. Was denn? Immer muss ich denken, nicht wie viele Frauen warst du wohl schon hier. Ja, aber Kind, ich kann doch nicht eine ganze Kollektion von Hütten bauen. Und bei jedem deiner Worte fällt mir ein, wie vielen Frauen hast du wohl schon dasselbe gesagt? Ach du hältst mir aber für sehr einfallslos. Hörst du denn nicht, dass die Worte, die mir jetzt mein Herz diktiert, nur für dich allein bestimmt sind? Oh ja, das na also. Und ich flehe dir. Oh,
verzeih mir, es hat mich übermannt. Ich bin schon wieder brav. Ich bin mir ja so dankbar, dass du so gefühlvoll bist. Du fühlst, wie schrecklich das für eine anständige Frau ist. Aber jetzt komm, ich bitte dich, komm. Wohin? Ich halte es nicht mehr aus, Gustav. Aber Kim... Ich will fort hinaus in den Wald. Ach so. Draußen ist es so wunderschön und alles blüht und die Vögel singen. Ich will nicht mehr im Zimmer sitzen. Bleib nicht. Ich habe solche Lust zu ringen und immer nur zu ringen. Immer tiefer in den Wald. Ja, aber das ist sehr ermüdend, weißt du, du bist das nicht gewöhnt. Ja, ermüdend, was denkst du hin? Ach, ganz hoch steigen wir hinauf. Ah ja? Wir setzen uns, wo man ganz weit ins Land hinaussieht. Wir gehen erst zurück, bis es ganz, ganz hin sei. Ich werde mich so schrecklich schön fürchten. Dann nimmst du mich in deinen starken Arm und trägst mich fort. Wohin du willst, denn ich weiß nichts mehr, ich fühle nichts mehr, als in Ruhe dich allein. Ja, pass auf, wenn die Sonne weg ist, dann wird es da herum saukalt, weißt du? Da holt man sich einen furchtbaren Schnupfen. Oh, nein, ich will es nur dabei spielen, und wenn ich jetzt was will, dann muss es sein. Ja, was ist denn schon wieder? Sei doch nicht so kindisch. Herein. Hierher. Ja, was ist? Hierher. Ein Herr. Wieso? Was für ein Herr? Ein Herr aus der Stadt. Mein Name ist Dr. Jura. Ja, sag! Sage dem Herrn. Warte. Es ist doch einfacher, Sie sagen, was selbst gehen Sie, der guter Mann. Nein, wirklich reizend haben Sie es hier. Herr Doktor Jura. Jura? Ja, ja. Der Mann von der Frau. Aber wo ist denn meine Frau? Ach, Ihre Frau! Ach, Ihre Frau ist mit Ihnen gekommen. Na, dann ist sie offenbar nicht draußen. Na, die ist schon länger da. Ist sie da? Da schauen Sie, martern Sie die doch nicht. Das muss ja doch höchst ungemütlich sein da drin. Ja, sein Benehmen ist höchst seltsam, Herr Doktor. Wir kennen uns kaum und ich weiß wirklich nicht. Ja, wir kennen uns kaum, aber das hat Sie auch nicht geniert, mir meine Frau wegzunehmen. Herr, womit doch immerhin eine gewisse Beziehung zwischen uns hergestellt. Ja, Herr, ich weiß nicht, was Sie wollen. Das will ich Ihnen gerade sagen. Aber schauen, rufen Sie doch meine Frau, was heißt denn das? So jetzt die ganze Geschichte erst Ihnen und dann nochmal Ihr, erzählt mir doch langweilig. Ja, ich wiederhole, ich verstehe nicht, was Sie eigentlich wollen. Es kann sich nur um ein Missverständnis handeln. Ich bin aber für alle Fälle gerne bereit, Ihnen mein Ehrenwort, weiß ich natürlich, aber häufen wir uns nicht mit den Formalitäten auf. Wollen Sie nicht lieber gleich meine Frau rufen? Ja, wenn Sie schon hören, dass ich... Ja, ich höre, aber warum regen Sie sich denn auf? Ich habe Ihnen ja gar nichts getan, eher Sie mir. Ja, Sie werden mich zwingen, Sie hinaufzuwerfen. Glauben Sie? Glaubt gar nicht, dass Sie stärker sind. Sie schauen da so aus. Mein Herr, Ihr Betragen ist läppisch. Aha, jetzt möchte ich mich gern beleidigen. Aber das wird Ihnen nicht gelingen. Sie können mich nicht beleidigen. Doch, was heißt, ich kann Sie nicht beleidigen. Das ist eine Frechheit. Aber Moment. Ich muss Sie um eine Erklärung bitten. Was heißt das? Warum kann ich Sie nicht beleidigen? Ich meine doch nur, ich lasse mich nicht beleidigen. Überhaupt nicht. Also dann tun Sie was dagegen. Denn ich beleidige Sie. Nein, Sie beleidigen mich nicht. Nur Sie beleidigen Sie schon die ganze Zeit. Nein, Sie beleidigen mich gar nicht. Ja, was wollen Sie? Soll ich Sie prügeln? Nein, warum denn? Ja, aber Sie müssen doch irgendein Ehrgefühl im Leib haben. Bestimmt nicht. Ja, aber wäre das auch ein Grund, mich zu prügeln? Ja, sagen Sie, was wollen Sie von mir? Sie lassen mich ja nicht reden. Also dann reden Sie schon. Wollen Sie denn wirklich meine Frau nicht holen? Ich habe Ihnen gesagt, Ihre Frau ist nicht da. Ich gebe Ihnen nochmals mein Ehrenwort. Na also, sehen Sie, dass Sie da ist. Wenn Sie meinen Ehrenworten glauben, ja, darauf gerechnet, dann haben wir beide uns nicht
mehr zu sagen. Also gut. Also, wenn Sie wollen, also dann ist meine Frau nicht da. Nein. Es tut mir leid. Ja, wünschen Sie Ihre Frau hier zu finden? Ja. Denn dann würden wir uns viel leichter reden. Ja, ich wüsste nicht, worüber wir noch zu reden hätten. Ah, nur sehr früh, jetzt fängt es an. Sie werden sich nur wundern. Nur Geduld. Hey, bitte, liebe Marie, komm doch mal herein. Ja, Marie! Bitte Marie, nimm Platz! Oh, wie kommst du denn dazu, zu dieser Frau dumm zu sagen? Ja, was willst du? Wie kommen Sie hierher? Nein, lass mich! Kann doch nicht in Ruhe tun, wie mein eigener Mann mit einer fremden Frau. Gleich, ich bin, soll's gleich alles erfahren, aber setz dich! Entschuldigen Sie, wenn ich aus alter Gewohnheit noch fort war, meine erste Frau zu duzen. Was? Ja, gleich, ich bin eins noch mal anderen, aber setz. Na, setz dich lieber da, man kann nicht wissen, ob ein großer Tisch dazwischen geht, was helfen kann. Wollen Sie sich nicht auch setzen, Herr Professor? Ja, das ist verliebenswürdig. Da wollen Sie uns endlich sagen, was das alles soll. Gleich, Herr Professor, wird gar nicht lang dauern. Wir wollen nämlich hier nur Ordnung machen. Marie, dass du... Ja, bitte, gut hören, er hat recht. Ja, das ist der Professor, wie man den anderen könnte schon längst alles erledigt sein. Also, ja... Darf ich mir zunächst einige Fragen erlauben, und zwar vor allem an dich, Delfino. Also sag mir. Was? Na sag mir, liebst du den Herrn Professor? Wie kommen Sie dazu? Er kann doch fragen, sie kann es ja sagen, ist ja kein Scham. Wir wollen ja zunächst nur einmal hören. Ja, du sag mal, was geht überhaupt dich das alles? Eins nach dem anderen, ja? Also sag mir, liebst du den Herrn Professor? Ich kann mir nicht denken, dass du deine Tage mit einem Mann verbringst oder in der Wohnung eines Mannes verbringst, ohne dass... Erlauben Sie? Ja, wie erlaubt's ja? Ich finde Ihr Benehmen... Lassen Sie sich doch antworten. Antworten? Nein, Sie dürfen Sie nicht einschüchtern. Nur ganz unbefangen die Wahrheit, dann sei ganz ruhig. Ich meine, wenn es etwa so ist, dass du den Herrn Professor am Ende gar nicht liebst, sondern dir nur einen Spaß mit ihm gemacht hast. Herr Doktor Jura, jetzt, Herr Professor Heinz, jetzt! Kinder, jetzt lass doch endlich Sie reden. Ja. Ja. Also denk nach. Und sag's. Und ich versichere dir im Voraus, es ist uns alles recht. Oh, so, hier ist es recht. Ja, warum denn nicht? Hier ist es also recht, wenn ich einen anderen Mann liebe, das muss man ja nur wissen. Ja, aber Kind, ob ich denn recht ist oder nicht, was soll ich denn dagegen tun? Kannst du gar so wenig ändern wie du, wenn du ihn liebst. Und ich liebe nur einmal, ich liebe nicht. Na ja, sie liebt mich nur einmal, ne? Ja, ich habe gar nicht daran gezweifelt. Und Sie, Herr Professor? Auch ich habe nicht daran gezweifelt. Weiß ich schon. Aber ich meine, ob auch Sie lieben. Das geht keinen Menschen auf dieser Welt etwas an. Entschuldigen Sie, das geht uns alle drei sehr viel an. Ich kann lieben, wen ich will. Das können Sie. Das gefällt mir sehr gut. Ja, Sie, ob ich Ihnen gefallen, Herr Doktor, oder nicht. Ja, das gefällt mir sehr von Ihnen. Ja, aber ich will Ihnen gar nicht gefallen. Ja, aber Sie wollen doch heute selbst mal nicht verbieten. Kommt ja eigentlich auch gar nicht so sehr an. Nein, du hast recht. Ich meine ja auch nur, wenn Sie den Mut haben, unbekümmert Ihre Empfindung zu folgen. Ja, warum sollen Sie denn da nicht auch den Mut haben und sich unbekümmert dazu bekennen? Mut? Nein. Zweifeln Sie an meinem Mut? Aber nein. Das wäre wirklich gar nicht schön von Ihnen, jetzt auf einmal meine Frau im Stich zu lassen. Na, so sagen Sie doch schon, dass Sie sie lieben. Gustav! Auf mich brauchst du keine Rücksicht zu nehmen. Das ist sehr lieb von dir, aber es ist ganz unnötig. Du bist doch sonst nicht so. Ja, was habt ihr denn alle? Ihr drängt mich ja förmlich dazu. Das sagen Sie es doch schon. Warum wollen Sie denn nur leugnen? Leugnen? Ich leugne nicht. Na ja, no. Ich liebe Sie, no. Ja, also. So. Ja.
Und jetzt sagen Sie mir nur noch, dann sind wir gleich fertig. Wie lange glauben Sie ungefähr, dass das bei Ihnen dauern wird? Herr, sind Sie teuer? Von dir darf ich doch wohl annehmen, dass es für die Ewigkeit ist. Oh ja, das kannst du. Und Sie, Herr Professor, das ist eine indiskrete Frage. Ja, soll ich Ihnen vielleicht schriftlich geben, wie lange ich Ihre Frau lieben werde? Herr Professor, Ihr Wort genügt. Ich bin nicht gewohnt, über meine Gefühle Prophezeiungen zu machen. Ja, aber Sie müssen sich doch eine gewisse Meinung darüber gebildet haben. Nein. Ja, Sie lieben meine Frau, aber vorher haben Sie doch schon andere geliebt. Ja, Sie sind ein Hellseher. Na ja, da müssen Sie danach doch ungefähr berechnen können, wie lang das bei Ihnen ist. Nein, das wundert mich. Weil mit Ihren Erfahrungen würde ich das berechnen können. Aber ich nicht. Ich liebe Delfine heute. Ob ich sie morgen noch lieben werde, das weiß meine Seele, aber nicht ich. Ja, das wird der Wald nicht genügen. Oh, doch, mir genügt es. No. Delfino. Überleg dir das gut. Ich liebe ihn und ich werde ihn immer lieben und auch allen anderen frage ich nicht. Du liebst ja auch, Frau Maria, soll ich ja wissen, wie das ist? Nur Ruhe. Das kommt erst. Immer schön eins nach dem anderen. Also, Punkt 1 wäre abgemacht. Sie lieben meine Frau und meine Frau liebt Sie. Und jetzt sehen Sie, wie gut das zusammengeht. Denn denken Sie, ich liebe Ihre Frau und Ihre Frau liebt mich. Ja, was wird hier eigentlich für ein Glück haben? Jetzt erst, meine liebe Marie, jetzt erst, halte ich mich auch für berechtigt, dir den ersten Kuss zu geben. Naja, das ist doch viel schöner, wenn man es mit einem guten Gewissen tun kann, nicht? Gustav! Gustav, warum küsst denn du mich nicht? Lass! Es widerstrebt mir, meine Gefühle zur Schau zu stellen. Ja, aber sobald eine Beziehung einen gewissen ehelichen Ansatz hat, gehört das doch eigentlich dazu, nicht? Ja, aber natürlich, ja, ja. Bitte, bitte. Bollinger! Was willst du denn? Licht! Es wird finster. Ja, sonst verwechseln wir noch unsere Frauen. Ja, man muss ja dem Bollinger auch sagen, dass hier noch ein Bett aufgestellt wird. Einer kann ja vielleicht da schlafen. Ah, sind nur diese zwei Zimmer da? Ja, sind nur die zwei Zimmer da. Haben bisher immer vollkommen genügt. Ja, geh, Bollinger, geh rein da, ja? Ja, und Bollinger, pass auf, sagt er mir, dass wir zum Nachtmahl vier sind. Vier? Vier. Ja, und dann brauchen wir noch eine Schlafgelegenheit. Ihr habt's doch was, ne? Im Keller. Ein altes Feldbett. Ich bring's gleich raus. Ha? Wer soll im Feldbett schlafen? Ja, wir müssen uns ja überhaupt einteilen. Ja, wenn bloß zwei Zimmer sind, dann kann das ja nur entweder in der Weise geschehen, dass die Ehepaare zusammen schlafen? Sie haben eine Neigung, über alles Witze zu machen, was? Na, ist denn das ein Witz? Nein, bitte weiter. Ja, und wenn also die Ehepaare, dann wäre doch zu entscheiden, welche? Nehme ich auch die frühere? Nein! Oder auch die jetzige? Nein.